Am Nachmittag des 14. Juni erfolgte die Übergabe des Wohngebietes Rappenberg in Grimma. Dazu hatten die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft MbH und die Erschließungsfirma Erdmann Bau GmbH eingeladen. Neben Vertretern der Planungs- und Baufirmen waren auch der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger und zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner der Einladung gefolgt. Katrin Henschel, die Geschäftsführerin der Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft MbH, zog an diesem besonderen Tag ihr Resümee. Wenn wir jetzt am ersten Baufeld stehen würden, würde ich das gar nicht allzu besonders empfinden, weil da hatten wir eine ganz kurze Planungs- bzw. Entwicklungsplanungs- und Bauphase und haben dann ganz schnell übergeben können. Aber für das zweite Baufeld war es eigentlich eine ganz harte Nuss, weil wir ja schon 2019 Masterplan gestartet haben, dann den Umweltbericht in den B-Plan und unsere Erschließungsplanung. Und erst im Februar 2022 hatten wir den Stadtratbeschluss dazu, unsere eigene Erschließungsplanung hier wirklich zu beginnen zu können und haben dann im Sommer ausgeschrieben, also Planung, Genehmigung, Ausschreibung. Im Oktober 2022 fiel der Startschuss zur Erschließung des 8,3 Hektar großen Baufeldes. Die Herausforderung lag zu diesem Zeitpunkt aber auf einem ganz anderen Gebiet. Und nun müssen wir nicht groß rätseln und orakeln. Wir wissen alle, Baupreise im Jahr 2022 keinen Cent weniger geworden, aber die Zinsen gestiegen. Und wenn ich noch im März 2022 von 150 Interessenten gesprochen habe, hat sich das in den ersten Gesprächen im September, Oktober auf ganze 10 verbleibende Bauwillige hier am Standort am Rappenberg reduziert. Minimiert, maßlos minimiert, muss man sagen. Und von daher muss ich sagen, war das erstmal ein schwieriger Prozess, nicht fast die Umsetzung, die Erschließung hier vor Ort bedeutete für uns, aber die Vermarktung. Und an heutiger Stelle kann ich sagen, dass von den 53 Grundstücken 43 vor Notar verkauft und bezahlt, 3 im Moment bei der Abwilligung beim Notar sind und noch ganze 7 Bauflächen zur Verfügung stehen. Also von daher ein schöner Tag für mich. Und dieser war noch nicht zu Ende, denn für das nächste Projekt ist bereits schon die Grundplatte gegossen worden. Wir heißen ja Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft. Das Wohnen und das Modernisieren, Sanieren, das machen wir schon 30 Jahre. Wir haben 25% unseres Bestandes sind saniert, barrierefrei, altersaltengerecht. Also alles, was man so gerne jetzt formuliert, wenn man an Wohnen denkt. Aber es bezieht sich alles auf eine Größe so bis zu 80, 90 Quadratmeter. Und die Ansprüche sind halt auch für höher. Vor allen Dingen, was überall umher schwebt, seitdem es GEG und der Habeck auch nicht müde wird, es immer wieder zu erläutern. Der Anspruch besteht, einmal neu zu bauen, autark zu bauen, soweit wie es die Möglichkeiten zulassen an der Stelle, müssen wir sagen. Also wir wollen ein Mehrfamilienhaus errichten, an dem, was Sie im Hintergrund sehen können, für 10 Familien, 1000 Quadratmeter. Autark heißt, so möglich wie autark heißt, mit Wärmepumpe, mit PV-Anlagen, mit Wallboxen auf höherem Standard. Bausumme liegt bei 3 Millionen. Und wir wünschen uns, dass die Politik uns hier noch ein bisschen zuarbeitet. Also wir werden unterstützt, da wir es geschafft haben, ein Effizienzhaus im Standard 40 zu planen und zu umzusetzen. Das ist der niedrigste KfW-Standard, den es derzeit überhaupt gibt. Aber wir würden gerne den Strom, den wir auf dem Dach erzeugen, auch gerne unseren Mietern anbieten wollen als Hausstrom. Und da ist unser Problem. Das können wir halt als Gesellschaft noch nicht. Weil wir, wenn wir einspeisen würden, wenn eine Überproduktion wäre, sofort ein Versorger wären. Mit der Übergabe des Wohngebietes Rappenberg erfolgte auch die symbolische Grundsteinlegung für den Neubau des Mehrfamilienhauses. Die Hülse dafür wurde mit der Tageszeitung, Münzen, den Bauplänen und einer Bierflasche der ehemaligen Brauerei, von denen bei Erdarbeiten einige gefunden wurden, befüllt. Die Fertigstellung des Projektes ist für den August 2025 geplant. Im Anschluss an den offiziellen Teil startete für die Macher sowie die Eigentümer und Bauherren im Wohngebiet ein kleines Kennenlernfest in lockerer Atmosphäre.